Willkommen. Heute begrüße ich Dr. Markus Täuber. Und zwar Markus Täuber ist promovierter Neurobiologe, psychologischer Coach und Unternehmensberater. Mit seinen Büchern und Vorträgen hat er über 850.000 Menschen erreicht und das Magazin Erfolg listet ihn unter die 500 wichtigsten Köpfe der deutschsprachigen Erfolgswelt. Dr. Markus Täuber leitet auch das Institut für mentale Erfolgsstrategien. Lieber Markus, wir haben ja vor circa 2 Jahren auch schon 2 Interviews geführt, und zwar Hypnose-Psychotherapie trifft auf Hirnforschung und auch Lebenskünstler im Gespräch, wo du auch private Einblicke gibst. Verlinke ich sehr gerne. Ich bitte dich kurz vorzustellen und vor allem, was motiviert dich, ja, das Gehirn zu erforschen als Neurowissenschaftler? Hallo Nadja, ich freue mich, da zu sein, weil bei dir sind die Fragen ganz besonders spannend. Du möchtest immer sehr genau wissen und gehst in den Kopf hinein, ins Hirn rein. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, dass man, weil letztendlich, was ist eigentlich die Frage, die uns am meisten bewegt? Letztendlich ist es die Frage, wie ticken wir eigentlich? Und wie kann man dieses Wissen dann auch nutzen, um zum Beispiel ein besseres Leben zu führen? Ich würde gleich gerne mal mit einem kleinen Experiment starten, wenn es für dich passt und für alle, die zusehen, zuhören und nicht gerade Auto fahren oder sonst was Heikles machen, würde ich einfach bitten, mal die Schultern ganz hoch Richtung Ohr zu strecken und dann so genussvoll nach hinten auszurollen. Die Wirbelsäule richtet sich auf, die Hände ganz bequem abzulegen, die Augen zu schließen. Und dann flieg mal so in Gedanken über dein Leben. Und such dir einen Moment, wo du glücklich warst. Es muss nicht der beste, schönste Moment gewesen sein. Irgendein guter Moment reicht. Und schau mal, was du da siehst. Landschaft, Situation, Menschen. Ganz egal, was es ist. Hol dieses Bild hier mit dem Zoom meiner Kamera näher. Zip. Und tauch mal ein in dieses Bild. Und schau, was sich da bei dir tut. Ob sich da körperlich was verändert. Und nimm diesen schönen Moment jetzt mit in den Alltag, in das weitere Interview. Öffne einfach deine Augen und ja, nimm dieses Gefühl mit und schau mal, hat sich da überhaupt was verändert? Hat sich bei dir was verändert, Nadja? Lieber Markus, das ist mir natürlich als Psychotherapeutin, Hypnose, Psychotherapie sehr vertraut und ich weiß, wie entspannend das ist. Es ist alleine dieser kurze Moment, ja, in diesen Erinnerungen zu schwelgen, ein Moment, der uns tief entspannt. Das ist wunderschön. Weißt du, was ich daran so liebe, an diesen Meditationen oder Mini-Meditationen, noch wie man dazu sagen möchte? Es hat sich da im Außen ja überhaupt nichts verändert. Es ist alles vollkommen gleich geblieben im Außen. Aber trotzdem, wenn wir die Augen öffnen, nehmen wir die Welt plötzlich anders wahr. Das heißt, wir gehen von innen nach außen. Normalerweise werden wir so getrieben im Alltag von außen nach innen. Der schneidet mich beim Autofahren. Ich ärgere mich vielleicht sogar noch stundenlang drüber. Und ich glaube, dass das Geheimnis des Lebens sehr banal ist. Nämlich einfach diesen Prozess umzudrehen und von innen nach außen zu gehen. Und dass das der Schlüssel ist für Psychohygiene, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter.